Willkommen zurück bei Assassin's Creed Rogue und wir haben wieder was freigeschaltet und wir haben Erinnerungssequenz 1 abgeschlossen und 10 Play-Punkte bekommen. Juhu, hüpf mal, hüpf mal. Schade, er hüpft nicht. Die Erinnerung scheint fragmentiert. Wie viel Zeit ist vergangen? Ein paar Monate. Der Virus stört den Zugriff auf ganze Erinnerungen. Sie sind völlig durcheinander. Der 7-jährige Krieg wird sehr bald ausbrechen. Achtet auf die Einmischung der Assassinen. Das werden wir. Nicht wahr, Strohkopf? Strohkopf? Nett. Es ist so düster über der Heimstatt, da Miss Abigail und Connor von uns gegangen sind. Ei, ich sah Achilles weinen. Warum auch nicht? Er sieht nicht traurig aus. Er sieht wütend aus. Verwirrend. Er kämpft um den Verlust. So wie wir. Ich weiß, das ist Monate her. Und wir suchen nach einem verfluchten Manuskript und einer Schatulle. Der Chasseur hat eine Spur zur Schatulle. Wir treffen Chevalier und ihn in St. John's. Der Regner reicht schon da. Schiffe der Royal Navy, Sir. Nur ein Schiff. Feuer! Oh, 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 oh. Ich will nicht untergehen. Ich mag nicht untergehen. Hey, ey. Miau. Tja. Chevalier auch? Das erheitert mein Gemüt nicht gerade. Als Achilles sagte, der Besitzer der Artefakte habe Zugang zu Orten großer Macht, was meinte er? Wo sollen wir eigentlich hin? Ich weiß nicht, ob ich es selbst verstehe, Shay. Ich sprach lange mit Adawale darüber. Er glaubt, die Vorläufer-Schatulle erzeugt, nun, Wörter oder Bilder. Eine Laterna Magica? Was meint ihr? Die magische Laterne, die Vater Connolly einst in der Kirche aufgestellt hat. Im Innern war eine Kerze, glaube ich. Vorne steckte eine kleine Glasplatte. Dann wurden helle Bilder an die Wand geworfen. Moment, muss man eben gucken. Ja, doch, hier. Römische hier rein. Kathedralen. So nah, als wären sie echt. Ah, ja. Ich denke schon. Nur, dass sie auch die seltsame Sprache des Manuskripts übersetzt. Wäre auf der Platte ein Spruch in Latein, erschien er in Englisch. Wie ist das möglich? Wer weiß. Ich fürchte, wir werden niemals verstehen, wie die Edensplitter funktionieren. Hä? Doch verfahren? Doch verfahren, wir müssen doch darüber, oha. Alle außer Groß! Wo in der Welt gibt es die hübschesten Mädchen? Das hängt davon ab, was ihr unter Schönheit versteht. Eine Maid von Korfu unterscheidet sich von einer aus Oslo wie Tag und Nacht, aber schön sind beide. Seht ihr? Ansichten wie diese verleihen einem Mann den Ruf von Weisheit. Ja, danke. Ich hätte Havanna gesagt. Die Mädels dort haben üppige Hintern und Busen und scheuen sich nicht, sie jedermann zu zeigen. Aber nichts übertrifft die Damen unserer Heimat. Ich nehme an. In Galway gibt es die hübschesten. Schön und bescheiden. Immer bereit, dir einen Penny zu leihen. Für ein Ale. Sag bloß. Und dann die Frauenzimmer, die ich in Lissabon traf. Für das Kloster bestimmt waren sie. Schwarzäugig und immer frohgemut. Könnte ich doch Portugiesisch. Nicht, dass wir des Nachts viel geredet hätten. Wir sind fast da, Captain. Le Chasseur wird uns erwarten. Und der Chevalier. Oh, ein kleiner Preis für eine Spur zur Vorläufer-Schatulle. Zeug im Wasser, Sir! So, wir sind angekommen. Ja, fast. Wir müssen noch anlegen. In die Wanten, alle Segel reffen. Alter. Öffnet die Hauptsegel. Holt sie nieder, raus aus dem Wind. Holt und aufgreifen. Captain, übernimmt. Vieren und Fracht aufnehmen. Hier können wir jetzt nicht... Doch, jetzt. Alle Segel einholen.
Hey. Manchmal geht's gut mit dem Andocken und manchmal weniger gut. Kann ich jetzt mal in die Kajüte? Ich möchte euch was zeigen. Und zwar haben wir schon ein paar Sachen. Haben wir auch wieder... Auch wir haben keine Flotte. Schade. So. Und... Ja, wir haben ja... Jo. Das hier haben wir, weil wir schon Assassin's Creed Unity gespielt hatten. Und ist das nicht hier? Ich suche noch was, warte mal. Das hier ist das. Das ist das Schiff, richtig? Schiff, ja. Kaufen, Waren. Aussehen. Können wir auch gar nicht verbessern. Stärke der Rundkugeln können wir verbessern. Jetzt müssen wir erstmal in der Hauptgeschichte weiterfahren kommen. Dann. Wir können. Die könnten wir machen wir jetzt erstmal nicht. Ich suche was anderes. Gibt's das? Das muss doch hier sein. Hier war nur Pistole und... genau, Monturen. Hey! Können wir nicht, na gut. Dann nicht. Schade. Na, dann gehen wir halt wieder. Schwupp. Ja. Hopp. Ja. Können wir mal das Schiff reparieren? Ich bin im Waffenladen, oder? Please come in and cast an eye about. Ich bin doch schon da. Ja, ich bin im Waffenladen gelandet. Da wollte ich gar nicht hin. Far away. Bürger retten. Wir haben einen Shanty bekommen. So. Ihr seid zum richtigen Zeitpunkt eingetroffen, mein Freund. Zack. So. Erstmal wieder nach oben. Da müssen wir hoch. Okay. Heieiei. Und nochmal. Zack. Schwupp. Hier ist noch ein Aussichtspunkt, den holen wir uns vorher. Wir holen uns erst den Aussichtspunkt und dann... Komm, spring hoch. Er springt nicht hoch. Wieso komme ich jetzt nicht hoch? Es geht einfach... Es geht nicht. Hier müsste ich doch hochkommen. Hier ans Fenster und dann... Ah, na bitte, ich wollte schon sagen. Ah,
herzlichen Glückwunsch, Idiot. Hey. Ja. Was machst du denn? Dann hol mal Aussichtspunkt eben später. Hi. Chevalier, was ist mit eurem Schiff? Es gab ein winziges Scharmützel. Drei Schiffe habe ich ins nasse Grab geschickt. Die Gerfaut wäre beinahe gefolgt. Und da ging es euch besser, Le Chasseur? In der Tat. Ich habe erfahren, dass dieser Samuel Smith überall nach Antworten gesucht hat, um die Funktionsweise der geheimnisvollen Schatulle zu ergründen. Er ist aus Europa zurück. Wo ist er jetzt? Macht seinen Schoner flott. Wenn ihr euch eilt, trefft ihr ihn noch dort. Ach, wisst ihr noch die Baupläne? Nun, ein Ingenieur baute diese Wunderwaffe für euer Schiff. Master Puckles Gewehr feuert schneller als eine Artilleriebrigade und doppelt so schnell. Vielen Dank. Nur das Beste für meine guten Freunde. Aha. Ah, die Drehbassen. Sehr schön. Das gefällt mir. Backelgewehr. Auf Schwachstellen. Nein, ja, okay, wissen wir. Schön. Captain? Ei, ei. Ich begleite euch auf der Reise. Wollen wir dann, Gentlemen? Ihr seid bester Laune, Shay. Warum auch nicht? Wir haben eine neue Waffe und können sie wohl bald einsetzen. Nebenbei, Templer sind meist gut bewacht. Und ich bin sicher, Smith macht da keine Ausnahme. Und diese Baupläne bringen noch einen weiteren Vorteil. Die Morrigan hat jetzt eine Ramme, die da das Eis er. Durchbrechen ein kann. Ein günstiger Zeitpunkt. Göttin Fortuna schenkt euch ihr Lächeln. Aha. Wir sind entdeckt. Verfolgt ihn. Aber schießt nicht. Wir dürfen die Schatulle nicht beschädigen oder gar versenken. Kann dieses Fass auch schneller? Immerhin ist mein Schiff noch seetüchtig, Chevalier. Unser Ziel ist wohl gescheit, aber nicht in seinem Element. Samuel Smith ist Schatzmeister. Was er hier auf Zivile schießt? Vielleicht wollte er jemanden treffen. Oder stieß auf Piraten. Er überholt sein Schiff. Etwas muss geschehen sein. Hätten meine Verbündeten ihn angegriffen, wüsste ich davon. Er war lange auf Reisen. Jetzt können wir ihn schnappen. Smith verwaltet die Reichtümer der Tempel. Ist er aus dem Weg? Washington vertraute ihm die Vorläuferschatulle an. Könnte sie noch haben? Shay hat recht. Die Schatulle geht vor. Also können wir ihn nicht versenken. Wir müssen sein Schiff kapern oder ihn zum Stranden zwingen. Wir müssen sein Schiff kapern oder ihn zum Stranden bringen. Ich würde einfach draufschießen am liebsten, aber das dürfen wir ja nicht. Seht, Captain. Er bricht durch das Eis. Ihr scheint nicht der Einzige mit einem Rammsporn zu sein, Shay. Hoffentlich ist unserer ebenso gut. Jetzt wird's lustig. Eisbrecher voraus. Es klappt. Der Weg ist frei. Und erneut ist euch das Glück treu. Aber verschwendet keine Zeit mit Jubeln. Smith entwischt uns. Ach, schön. Gewässer sind... Eine Falle! Aber hier ist der Diablo noch fern. Smith darf nicht entkommen. Feuer! Feuer! Oh! Oh, my God.
Mann! Quatsch! Hei, hei, hei. Da haben sie versucht, uns zu entern. Reparieren. 40 Metall haben wir da jetzt bekommen. Das Problem ist nur, das hat verdammt viel Zeit gekostet. Puh, wo ist der Typ jetzt? Wo ist Smiths Schiff geblieben? Beseitigen wir zunächst diese Ablenkung. Wir finden ihn. Feuer! Feuer! Bereit zum Zuschlagen! Feuer! Feuer! In die Wanten! Alle Segel reffen! Das Smith! Er segelt weiter! Sicher wollte er eurem Untergang beiwohnen. Da muss ich ihn enttäuschen. Er ist noch in Reichweite. Ich will das Material haben. Bleibt gut! Mars und Topsegel bergen! So, einmal umdrehen. Brennende... Arm- und Marssegel festturm! So. Jetzt holen wir ihn. Er hat sich besser nicht mit uns angelegt. Da ist er ja. Viel Verbesserung möglich. Okay. Das Wetter wendet sich gegen uns. Welches Teufelswerk ist das? Noch eine Templer-Taktik. Sie können das Wasser mit Flammen überziehen. Vorsicht, Jay. Wir könnten zur Asche werden. Das ist nichts als ein letzter verzweifelter Versuch. Er weiß, dass wir ihn haben. Trefft die Top- und Rahmsegel. Scheiße. Hält die Segel Vorsicht. In den Wind. Ein raues Lüftchen, Captain. Probiert jedes Segel. Wir sind beschädigt, Sir. Ja, anders geht's halt jetzt nicht. Jetzt wissen wir, wo es hingeht. Der Bastard hat ein Lager hier. Folgt ihm an Land. Feuert auf keinen Fall mit den Kanonen in der Nähe der wertvollen Schatulle. Ich kümmere mich darum. Jo. Ach, Shay. Also aber wie eiskaltes Wasser hier. Pfeile. F. Drücken Sie F, wenn Sie sich über ein Ziel befinden. Ja, okay. Drücken Sie F, um sich. Ja, gut. Stand. Anderen! Gott, wir sind I just have to pull the trigger. Komm ich denn da hoch zu dem Kerl? Hab dich. Da
So. Ja. Springt der erstmal daneben. Altes Artefakt. Ein Schatz von jenen, die vor uns kamen. Ja. Aber was soll's? Selbst die größten Wissenschaftler aus ganz Europa konnten es nicht zum Laufen bringen. Jetzt fehlt nur noch das Manuskript. Und dann wird alles enthüllt. Aha. Jo. Luftattentat haben wir nicht. Das haben wir gemacht. Hat mir ganz gut gefallen soweit. War sehr nett. Hier steht direkt eine Truhe. Ist das nicht toll? Brennendes Öl. Sie können jetzt brennendes Öl abwerfen, um Verfolgerschiffe zu beschädigen. Zielmodus für brennendes Öl aktivieren. Nach hinten blicken und rechts halten zum Zielen. Feuersprinter lassen. Schneller Wechsel zur Rückansicht 2, okay. Ach, ist eine richtige Höhle. Das gucke ich mir an. Das ist ja interessant. Ich soll wohl hier hochkommen. Der kommt nicht hoch. Na gut, dann müssen wir auf der anderen Seite wohl hin. Ah ja. Was machst du denn? Nochmal. So, die Eingeborenen sollen erreichen. Was? Ah ja. Hep. 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 Was war das denn? Hallo? Ach, Kamera, komm schon. So. Zack. Was ist das? Entschlüsseln die den versteckten Code hinter diesem eingeborenen Tote, hinter diesen eingeborenen Toten und entdecken die alte Artefakte. Bringen sie alle Linien mit den Pfeilen an jede Säule, an jedes Ende der Säule in Übereinstimmung. Ach, das ist dann das sowas ähnliches wie die. Aha. Wow. Das ist ja cool.
Und der Part ist schon wieder vorbei. Und deswegen, Freunde, würde ich mal sagen, wir machen im nächsten Part hier weiter. Ich sage erstmal bis dann und ciao.